Hallo, mein Lieber. Ich hatte ja gesagt, dass ich dir noch mal ganz gern meinen Standpunkt näher bringen möchte. Und da ich das ganz gern auch grafisch ein bisschen untermalen wollte, habe ich mich jetzt dazu entschlossen, das Ganze mal als Video zu produzieren. So ganz kurz ist es jetzt leider nicht geworden. Und ich hätte ehrlich gesagt sogar noch viel mehr Aspekte unterbringen können. Aber so viel wollte ich dir dann auch nicht zumuten. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn du das Video wenigstens einmal bis zu Ende angucken würdest. Es ist mir klar, dass ich dich vermutlich nicht überzeugen werde, aber ich würde mich ja schon freuen, wenn du wenigstens mal so ein bisschen über manche Sachen nachdenkst und vielleicht mal so ein paar Sachen auch ein bisschen mehr hinterfragst, was uns so im Fernsehen so die ganze Zeit präsentiert wird. Quellen und sonstige Infos findest du unten in der Infobox. Vielleicht willst du dich da auch noch ein bisschen austoben, wobei ich natürlich weiß, dass du nicht so viel Zeit hast. Aber ich habe alles mit Quellenverweisen verlinkt. Also viel Spaß bei meinem Video. Gut, wie fange ich an? Als erstes will ich dir mal erklären, warum ich eigentlich nie auch nur im geringsten Angst vor diesem Virus hatte. Dazu hier erstmal ein kurzer Ausschnitt einer Pressekonferenz, wo Herr Drosten sich zu der Gefährlichkeit dieser Krankheit äußert. Wir haben viele milde Fälle. Diese Erkrankung ist eine milde Erkrankung. Das ist eine Erkältung in erster Linie, eine Erkältung, die mehr so die unteren Atemwege betrifft. Und die ist im Prinzip für den Einzelnen gar kein Problem. Also wenn ich eine Erkältung kriege, dann werde ich das nicht nur überleben, sondern ich werde im Normalfall sogar relativ wenig davon merken. Die Frage ist also, worüber besorgen wir uns hier eigentlich? Und wir sorgen uns um die Gesellschaft, nicht um das Ego. Ja? Also es geht hier nicht um mich, sondern es geht um alle und auch um das Medizinsystem, um die Kapazitäten, die wir haben. Ja, soweit zu der Einschätzung von Herrn Drosten. Und gleichzeitig wurde auch immer wieder erklärt, dass es doch nur darum ginge, unsere Krankenhäuser nicht zu überlasten. Flatten the curve war die Marschroute. Um die 70% würden sich sowieso irgendwann infizieren und wir müssen nur aufpassen, dass das nicht zu viel auf einmal werden. Und damit bin auch ich, gerade am Anfang, wo man das alles noch nicht so richtig einschätzen konnte, vollkommen einverstanden gewesen. Nur was da bis heute draus gemacht wurde, das kann ich beim besten Willen nicht nachvollziehen. Dann wurde nämlich auf einmal von der Regierung Panik verbreitet. Und dann gibt es doch dieses Strategiepapier. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Verschlusssache nur für den Dienstgebrauch steht da oben drauf. Wie wir Covid-19 unter Kontrolle bekommen. Und da stehen wirklich einige Sachen drin, die ich wirklich ungeheuerlich finde. Aber der Reihe nach. Und zwar wird hier als Ziel definiert, den Worst Case vermeiden zu wollen. Und in diesem Worst Case-Szenario wird von bis zu 1,2 Millionen Toten geredet. Musst dir mal vorstellen, wenn nichts unternommen würde. Und dieses Szenario hat sich meiner Meinung nach als völlig absurd herausgestellt. Das könnte man auch spätestens seit Mitte April schon erkennen, aber dazu später mehr. 1,2 Millionen Tote würde für ein Land wie Schweden auf seine Einwohnerzahl runtergerechnet bedeuten, dass es dort bis zu 138.000 Tote geben müsste. Wir haben dort aber mit 5.420 Toten bis jetzt, also bis zum heutigen Zeitpunkt, aber auch nicht annähernd so viele Tote. Und dass Schweden bei weitem nicht diese harten Maßnahmen getroffen hat, ist dir ja bekannt. Und des Weiteren steht in diesem Dokument noch Folgendes. Zitat: Wenn es gelingt, schon bis Anfang April die Zeitspanne bis zur Verdopplung auf 6 Tage zu verlängern und in diesem Tempo weiter bis Mitte April auf 9 Tage, kann es gelingen, die Kapazitäten des Gesundheitswesens deutlich weniger stark zu strapazieren. Gleichwohl erwarten wir hier eine temporäre Überlastung der Intensivkapazitäten. Zitat Ende. Und dazu kann man wieder nur sagen, dass zum einen diese 6 Tage Verdopplungszeit, die sie bis Anfang April haben wollten, die waren ja schon viel früher erreicht und es waren auch schon 14 Tage erreicht. Ne? Und die Intensivkapazitäten, die waren wirklich auch die ganze Zeit auch nicht annähernd überlastet. Und auch das hätte man schon Mitte April sehen können und hätte spätestens dann im Prinzip alle Maßnahmen zurückfahren können. So, und der größte Hammer, der kommt dann aber am Ende dieses Dokuments. Dort wird nämlich beschrieben, wie man der Bevölkerung Angst einflößen will. Ich zitiere: Um die gewünschte Schockwirkung zu erzielen, müssen die konkreten Auswirkungen einer Durchseuchung auf die menschliche Gesellschaft verdeutlicht werden. Erstens, viele Schwerkranke werden von ihren Angehörigen ins Krankenhaus gebracht, aber abgewiesen und sterben qualvoll um Luftring zu Hause. Das Ersticken oder nicht genug Luft kriegen ist für jeden Menschen eine Urangst. Die Situation, in der man nichts tun kann, um Lebensgefahr schwebenden Angehörigen zu helfen, ebenfalls. Die Bilder aus Italien sind verstörend. Zweitens, Kinder werden kaum unter der Epidemie leiden. Falsch. Kinder werden sich leicht anstecken, selbst bei Ausgangsbeschränkungen, zum Beispiel bei den Nachbarskindern.
Wenn sie dann ihre Eltern anstecken und einer davon qualvoll zu Hause stirbt und sie das Gefühl haben, schuld daran zu sein, weil sie zum Beispiel vergessen haben, sich nach dem Spielen die Hände zu waschen, ist es das Schrecklichste, was ein Kind je erleben kann. Zitat Ende. Also das ist doch unglaublich, wenn man sich das anhört. Also ich jedenfalls finde das ungeheuerlich. Und das wurde auch tatsächlich genau so umgesetzt. Immer wieder diese schlimmen Bilder aus Italien in unseren Qualitätsmedien. Horrorszenarien wurden verbreitet, die vor Deutschland eigentlich nie zu befürchten waren. Und ganz schlimm der folgende Satz. Zitat: Außerdem sollte auch historisch argumentiert werden. Nach der mathematischen Formel 2019 gleich 1919 plus 1929. Zitat Ende. Also jetzt mal ehrlich. Covid-19 mit Szenarien nach dem Ersten Weltkrieg zu vergleichen, finde ich völlig an den Haaren herbeigezogen. Und es ist für mich nichts anderes als Panikmache, um das Volk zum Gehorchen zu bringen. Ganz schlimm. Und das Allerschlimmste, das hat ja offensichtlich bei einem Großteil der Bevölkerung auch gut funktioniert. Anders kann ich mir nicht erklären, warum manche Leute allein auf der Straße mit Maske rumrennen oder sogar Maske tragen, wenn sie allein im Auto sitzen. Also ich finde das erschütternd, ehrlich gesagt. Das hätte ich mir vor einem halben Jahr nie träumen lassen, dass sowas in Deutschland mal möglich sein wird. Eine weitere Ungeheuerlichkeit muss ich auch noch mal kurz hier zitieren. Da steht hier, Zitat: Wir müssen wegkommen von einer Kommunikation, die auf die Fallsterblichkeitsrate zentriert ist. Bei einer prozentual unerheblich klingenden Fallsterblichkeitsrate, die vor allem die Älteren betrifft, denken sich viele dann unbewusst und uneingestanden: Naja, so werden wir die Alten los, die unsere Wirtschaft nach unten ziehen. Wir sind sowieso schon zu viele auf der Erde. Und mit ein bisschen Glück erbe ich so schon ein bisschen früher. Also unglaublich, was die hier der Bevölkerung unterstellen. Also das ist ja schon, also ich weiß nicht. Also nee, da kann ich echt nur die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Gut, soviel jetzt zu diesem Strategiepapier. Jetzt mal gucken, wie ich weitermache. Moment. So, weiter geht's. Also was ich zum Beispiel auch als völlig unnötige Panikmache bezeichnen würde, ist die Tatsache, dass in unseren Qualitätsmedien wirklich schon Fake News verkündet wurden. Und zwar jeden Tag. Jeden Tag wurde die Zahl der Neuinfizierten verkündet. Und das ist gleich aus mehreren Gründen völliger Blödsinn, meiner Meinung nach. Erstmal neu. Wieso überhaupt neu? Weil das würde ja bedeuten, dass die Leute, die heute positiv getestet werden, dass die gestern noch nicht infiziert waren. Und das ist natürlich völliger Blödsinn. Das kann man ja gar nicht wissen. Dann wird also jeden Tag suggeriert, wieder so und so viele Neuinfizierte. Also allein das Wort neu ist schon Quatsch. Und dann die Frage, ob die überhaupt infiziert sind. Ne? Also höchstens sind sie ja positiv getestet. Und wenn wir jetzt wissen, was diese PCR-Tests für eine Aussagekraft haben, dann komme ich auch später noch dazu, dann ist das schon mal wieder hochfraglich, ob die wirklich alle infiziert sind. Ja? So, nächstes Problem, der Anstieg der Neuinfizierten, ob der exponentiell ist. Damit wurde ja auch immer Angst verbreitet, das exponentielle Wachstum. Und, hatten was mit exponentiellem Wachstum zu tun? Also laut Fernsehberichten, ja natürlich. Ne? Da wurden jeden Tag die Zahlen gezeigt, die Kurven, und dann ging das halt steil nach oben. Okay, jetzt kann man sich drüber streiten, was ist exponentielles Wachstum? Ja? Selbst der Faktor 1,001 wäre ja theoretisch exponentielles Wachstum, was natürlich aber definitiv nicht gemeint ist. Mit exponentiellem Wachstum meinen die natürlich, dass es wirklich zeitnah rasant hochgeht. Und dazu bräuchte man schon etwas höheren Wachstumsfaktor. Jedenfalls, das exponentielle Wachstum, vor dem uns Angst gemacht wurde, das hat es nie gegeben. Ja? Und da kannst du dir folgende Grafik angucken. Denn wenn man sich sowas überhaupt anguckt, dann muss man doch die Zahl der positiv Getesteten immer ins Verhältnis setzen zu der Anzahl der Tests, die durchgeführt wurden. Anders gibt das doch gar keinen Sinn. Ist doch vollkommen logisch, dass wenn du mehr testest, dass du dann auch mehr Positive findest. Ja, jedenfalls dazu gibt es hier so eine schöne Grafik, die ich jetzt auch einblende. Und da siehst du einmal diese steile Kurve, vor der uns immer Angst gemacht wurde, beziehungsweise mit der uns immer Angst gemacht wurde, weil das ja so steil bergauf geht. Und dann siehst du im Hintergrund diese Balken. Die Balken sind die Anzahl der Tests, die durchgeführt wurden. Und da siehst du zum Beispiel von der 11. Kalenderwoche zur 12. Kalenderwoche siehst du ja so einen großen Sprung. Erstmal bei der Anzahl der positiven Tests, wo natürlich dann alle Leute die Hände über den Kopf zusammengeschlagen haben. Oh Gott, jetzt wird es ganz gefährlich. Ja gut, wenn du aber siehst, dass in der gleichen Zeit auch viel, viel mehr Tests durchgeführt wurden auf einmal, dann ist das doch vollkommen logisch. Und daraus ergibt sich dann auch die untere Kurve. Positiv Getestete pro 100.000 Tests. Ja, das ist im Prinzip die Kurve, die hätten sie im Fernsehen zeigen müssen. Und das sieht doch viel, viel harmloser aus. Also mit exponentiellem Wachstum ist da nicht viel. Kannst du dann auch in dieser Tabelle gut sehen. Die positiven Rate ist ja im Prinzip das Entscheidende.
Das waren einmal 5,9% in der 11. Woche, 6,8% in der 12., 8,7% in der 13., dann waren es mal 9% in der 14. und dann geht es schon wieder bergab. 8,1% in der 15., 6,7% in der 16., 5,0 in der 17. Woche und so weiter. Jedenfalls überhaupt kein Grund, sich da irgendwie großartig Sorgen zu machen. So, jetzt zu der berühmten R-Kurve. Nachdem man sich von der Verdopplungszeit ja verabschiedet hatte, weil das Ziel 14 Tage ja offensichtlich viel zu schnell erreicht wurde, hat man sich nun auf diese Reproduktionszahl konzentriert. Und diese sollte dann unter 1 fallen. Und wenn man sich diese Kurve jetzt anschaut, dann müsste doch eigentlich jeder sofort sehen, dass die Maßnahmen jedenfalls in dem Ausmaß überhaupt nicht notwendig waren. Also siehst du hier am 9.3., das war dann das Datum, wo die Großveranstaltungen verboten wurden, Veranstaltungen über 1000 Personen. Und da steigt das halt kurzzeitig noch an, aber dann geht es steil bergab. Steil, steil, steil bergab. Am 16.3. kommen dann die Schulschließungen. Da frage ich mich schon, ob die notwendig waren, wenn das vorher schon steil bergab ging. Weiß ich nicht. Hätte man auf die Schulschließungen auch verzichten können. Dann geht es immer weiter steil bergab. Und dann pendelt sich es irgendwann, ungefähr am 20. März, pendelt sich es unter 1 ein. Ich würde sagen, so 0,8 muss das ungefähr sein. So, das ist aber genau der Zielwert, den man erreichen wollte. Und dieser Zielwert, der war schon erreicht vor dem 23.3., weil am 23.3. kam nämlich dann der finale Lockdown. Ne? Und danach passiert im Prinzip gar nichts mehr. Beziehungsweise pendelt irgendwie zwischen 1, 0,8, mal ein bisschen über 1, aber da passiert nichts Großartiges mehr. Und Mitte April lag diese Kurve auch der Bundesregierung vor. Und spätestens jetzt hätte man zugeben müssen, dass die Maßnahmen in der Härte nicht notwendig waren. Einzige richtige Konsequenz wäre meiner Meinung nach gewesen, die Maßnahmen sofort zurückzufahren. Und dann gibt es hier noch so eine Mitteilung von Professor Dr. Stefan Homburg vom 8. Juni. Die macht das alles noch ein bisschen extremer, was ich dir gerade erzählt habe mit der R-Kurve. Da wird das im Prinzip noch absurder. Das kannst du dir einfach mal selber durchlesen. Ich blende das jetzt kurz ein, dann machst du kurz auf Pause, liest dir das selber durch. Dann musst du das nicht alles vorlesen. Da finde ich dann seinen letzten Satz, finde ich dann so bezeichnend und auch schon fast schon ein bisschen lustig. Der Lockdown war überflüssig. Neu ist, dass die Absage von Großveranstaltungen und die Schulschließung ebenfalls überflüssig waren. Gut. Fast schon lustig, wenn es nicht so traurig wäre. Und der gleiche Sachverhalt wird hier auch nochmal genauer erklärt. Das blende ich auch einfach mal nur kurz ein. Dann kannst du das in Ruhe durchlesen. Drückst am besten einfach kurz auf Pause. Und wenn du fertig bist, machst du weiter Play. So, nächstes sehr interessantes Thema, wie ich finde. Und zwar gibt es die sogenannte Arbeitsgemeinschaft Influenza vom Robert-Koch-Institut. Und diese führt schon seit Jahrzehnten ein Grippescreening durch. Dazu senden Arztpraxen aus ganz Deutschland, welche ungefähr 1% der deutschen Bevölkerung versorgen, Abstriche ans RKI, welche sie bei ihren Patienten, die mit Atemwegsbeschwerden in die Praxis gekommen sind, abgenommen haben. So, und natürlich wurde dieses Jahr auch der SARS-CoV-2-Erreger mit aufgenommen. Seit der 8. Kalenderwoche werden die Proben auch auf SARS-CoV-2 untersucht. Jetzt kannst du an der Tabelle schön sehen, in der 8. und in der 9. Woche waren noch kein Treffer, bei immerhin 8. Woche 191 Proben und 9. Woche 229 Proben. In der 10. Woche wurde dann zum ersten Mal eine Probe positiv auf SARS-CoV-2 getestet, bei insgesamt 263 Proben. Gleichzeitig hatten wir 111 positive Proben auf Grippe, also 111 Mal so viel. Du kannst dir die Tabelle natürlich in Ruhe angucken. Ich blende sie jetzt hier ein, drückst einfach kurz auf Pause. Ich sage jetzt nur noch kurz die wichtigsten Punkte. Und zwar in der 11. Kalenderwoche hatten wir dann 2 positive Proben. Das waren 0,8% aller eingereichten Proben in dieser Woche. In der 12. Kalenderwoche waren es 3, gleich 1,4% der eingereichten Proben. Der Höhepunkt, den hatten wir in der 13. Kalenderwoche mit 4. Das waren dann schon immerhin sage und schreibe 3% aller eingereichten Proben. Während aber Grippe immer noch bei 8,3% aller eingereichten Proben lag. Ja, dann geht das so weiter. Und ab der 16. Kalenderwoche haben wir schon gar keine positiven Proben mehr auf SARS-CoV-2. Deswegen habe ich dann nachher auch gar nichts mehr aufgelistet. Und dann habe ich noch eine kurze Zusammenfassung gemacht.
also 8. Kalenderwoche bis 16. Kalenderwoche in der Zusammenfassung. Da sieht man dann, dass in dieser ganzen Zeit 1438 Proben eingesandt wurden. Davon waren 28,4% mit Influenza verseucht. Insgesamt 49,7% mit diesen althergebrachten Influenza- und Atemwegsviren. Und lediglich 0,9% waren positiv auf SARS-CoV-2. Und das finde ich schon sehr interessant. Also für mich widerspricht das komplett dieser ganzen Panikmache durch Mainstream-Medien und Regierung. Und hier habe ich noch eine schöne Grafik gefunden im Netz. Da geht der gleiche Sachverhalt auch draus hervor. Die kleinen, dünnen, roten Plättchen da oben, das ist das SARS-CoV-2-Virus. Verschwindend gering. Also ich sehe da keine Dramatik. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber weiß ich nicht. Widerspricht komplett den ganzen Zahlen, die uns ständig irgendwie im Fernsehen vermittelt wurden. Und in diesem Zusammenhang ist auch Folgendes ganz interessant. Hier geht es darum, ab wann überhaupt eine Grippewelle ausgerufen wird. Und da steht hier, Zitat, stark vereinfacht kann man sagen, wenn in jeder fünften Patientenprobe tatsächlich Influenzaviren nachgewiesen werden, die sogenannte Positivenrate also bei etwa 20% liegt, hat die Grippewelle begonnen. So, wenn man das jetzt mal mit den Daten von Covid vergleicht, da hatten wir ja zum Hochpunkt gerade mal 3% der Proben, die mit dem SARS-CoV-2-Virus verseucht waren. Da frage ich mich dann, also wenn bei Influenza erst ab 20% die Grippewelle ausgerufen wird, warum dann bei Corona bei 3% oder sogar noch viel tiefer schon so ein Theater gemacht wird? Also diese Frage muss schon erlaubt sein. Was auch ganz interessant ist, ist, dass ja immer wieder darauf hingewiesen wird, dass der große Unterschied zwischen Corona und Influenza ja der ist, dass es für Influenza eine Grippeimpfung gibt. Nun ist es aber so, dass ausgerechnet in den Risikogruppen, also bei den älteren und kranken Menschen, die Grippeimpfung nur eine Wirksamkeit von 41-63% hat. Ja, hier steht, dennoch können auch ältere Menschen ihr Risiko an einer Influenza zu erkranken im Mittel durch die Impfung in etwa halbieren. Das heißt, so weit her ist es da mit dieser Impfung auch nicht. Und man sieht es ja auch immer wieder an den starken Grippewellen, wie zum Beispiel vor 2 Jahren, wo wir auch 20.000 bis 25.000 Tote hatten. So, nächstes Thema. Wie zuverlässig sind überhaupt diese PCR-Tests, auf denen ja im Prinzip der ganze Wahnsinn fußt? Dazu habe ich hier diese Tabelle, die der Samuel Eckhardt angefertigt hat. Der hat auch ein ganzes Video dazu gedreht. Da kann man sich dann gerne auch mal angucken, wie das alles zusammenhängt. Ich spare mir das jetzt alles zu sehr zu erklären. Ich habe das alles geprüft, die Excel-Tabelle. Das stimmt alles so. Da gibt es keine Fehler. Eintragen können wir oben die Anzahl der getesteten Personen. Da habe ich einfach mal 100.000 angenommen, weil das auch ein realistischer Wert ist. So viel werden ungefähr täglich getestet. Und als Durchseuchung jetzt erstmal für das erste Beispiel 10%. Das heißt, wir gehen davon aus, dass 10% der Bevölkerung dieses Virus überhaupt in sich tragen. Und jetzt werden 100.000 Leute getestet. Und dann haben wir rechts noch diese Testkenndaten, die Sensitivität und die Spezifität. Das spare ich mir jetzt auch, das genau zu erklären. Die Sensitivität gibt im Prinzip dann indirekt an, mit wie viel Falsch-Negativen man rechnen muss. Und die Spezifität gibt an, mit wie viel Falsch-Positiven man rechnen muss. Wenn wir eine Sensitivität von 99% haben, muss man dann logischerweise mit einer falsch-negativen Rate von 1% rechnen. Und das gleiche gilt für die Spezifität. 99% Spezifität bedeutet falsch-positiven Rate von 1%. So, und wenn du das jetzt durchziehst, 100.000 Tests bei einer Durchseuchung von 10% mit diesen Testkenndaten, dann ist das Ergebnis relativ gut. PPV heißt Positive Predicted Value, das heißt im Prinzip, wie viel von den positiv Getesteten sind wirklich positiv. Und das sind immerhin in diesem Fall 91,67%. Das hört sich ja schon ganz gut an. Allerdings sind dann immer noch knapp 9% oder in absoluten Zahlen 900 Leute falsch positiv getestet worden. Und für die ist es natürlich relativ dumm, wenn die dann in Quarantäne müssen, obwohl sie eigentlich gar nichts haben. Gut, aber das war ja auch ein relativ unrealistisches Beispiel. Besonders zum jetzigen Zeitpunkt ist diese Durchseuchung der Bevölkerung natürlich viel, viel geringer. Und wenn man die Tests der letzten Wochen sich anguckt, dann haben wir im Moment eine Durchseuchung von unter 1%, wahrscheinlich sogar unter ein halbes Prozent. Aber wir machen als zweites Beispiel, machen wir jetzt einfach mal, nehmen wir mal als Durchseuchung 1% an und Spezifität und Sensitivität lassen wir mal erstmal bei 99%.
Wenn wir jetzt also eine Durchseuchung von nur 1% haben und wie ich gerade schon sagte, ist das im Moment ein sehr, sehr realistischer Wert, eigentlich sogar optimistisch, weil die Durchseuchung ist momentan wahrscheinlich noch viel, viel geringer. Aber wir nehmen mal 1% an, machen wieder 100.000 Tests. Das bedeutet, wir können davon ausgehen, dass 1.000 Leute wirklich das Virus in sich tragen und 99.000 haben das Virus nicht, ja, wegen der 1%igen Durchseuchung. Und wenn jetzt die Sensitivität und die Spezifität wieder bei 99% liegen, dann bedeutet das jetzt in der Konsequenz, dass von 1980 positiv getesteten Leuten nur die Hälfte, nämlich 990, wirklich positiv sind. Und die andere Hälfte sind eigentlich negativ, obwohl sie positiv getestet wurden. Das ist nun schon relativ drastischer Wert. Wenn man es zynisch ausdrücken möchte, dann könnte man sagen, hätte man auch genauso gut würfeln können. Ich blende jetzt noch mal ein paar andere Beispiele ein, die ich aber nicht mehr groß kommentiere. Nur, dass man noch mal so ein bisschen Gefühl dafür kriegt, was verschiedene Zahlen halt für Auswirkungen haben. Wenn du eine Grafik länger angucken willst, müsstest du kurz auf Stopp drücken, weil ich lasse das jetzt relativ schnell durchrattern und dann geht's weiter. So, da würde ich also sagen, das ist also alles in allem ein relativ erschreckendes Ergebnis für diese PCR-Tests. Und dass das so ist, da habe ich auch gar keinen Zweifel dran. Das hat ja sogar unser Gesundheitsminister Jens Spahn schon selber zugegeben. Wir haben im Moment eine Positivtestung von unter 1% bei gleichbleibend konstanter Testzahl in den letzten Wochen. Und wir müssen jetzt aufpassen, dass wir nicht nachher durch zu umfangreiches Testen, klingt jetzt total, muss man erstmal immer um zwei Ecken denken, durch zu umfangreiches Testen zu viel Falsch-Positive haben. Weil die Tests ja nicht 100% genau sind, sondern auch eine kleine, aber eben auch eine Fehlerquote haben. Und wenn sozusagen insgesamt das Infektionsgeschehen immer weiter runtergeht und Sie gleichzeitig das Testen auf Millionen ausweiten, dann haben Sie auf einmal viel mehr Falschpositive als tatsächlich Positive. So, jetzt mal zu den anderen Ländern, in denen es ja angeblich so fürchterlich abgelaufen ist. So Länder wie Italien, Spanien, Großbritannien oder USA werden ja immer wieder gern herangezogen, um unsere Maßnahmen zu rechtfertigen, weil das da ja angeblich so fürchterlich gelaufen ist. Aber dazu muss man natürlich sagen, dass das Virus natürlich in allen Ländern das gleiche ist. Da stellt sich also die Frage, warum ist es da so schlimm gelaufen? Am Virus selbst kann es also nicht liegen. Es muss also andere Gründe geben. Und da gibt es wahrscheinlich einige, aber ich möchte jetzt hier nur mal eins nennen, zum Beispiel die Zahl der Intensivbetten. Ja, da haben wir zum Beispiel in Italien, haben wir pro 100.000 Einwohner gerade mal 8 Intensivbetten, während wir in Deutschland 33 haben. So, und das ist jetzt eine ganz einfache Rechnung. Wenn jetzt zum Beispiel 20 Leute ins Krankenhaus kommen mit schweren Symptomen, dann müssten sie in Italien 12 Leute nach Hause schicken, während wir in Deutschland locker noch 13 weitere aufnehmen könnten. Ich meine, das sagt doch schon alles. So, diese Verhältnisse muss man auch mal sehen. Das ist also ein Grund, warum das zum Beispiel in Italien so schlimm gelaufen ist. Und da gibt es sicherlich noch ganz viele andere Gründe, die ich jetzt gar nicht alle nennen will. Was ich aber sagen kann, und das werde ich auch gleich hier belegen anhand von Zeitungsartikeln, dass es in diesen ganzen Ländern nicht nur dieses Jahr so schlimm gelaufen ist. Das wird natürlich in den Medien nicht berichtet, dass in USA, Spanien, Italien, Großbritannien es auch in anderen Jahren zu drastischen Überbelegungen von Krankenhäusern gekommen ist. Das ist also nichts Neues. Und dazu hier mal so ein paar Zeitungsartikel, die ich einfach mal kurz einblende. Man kann sich das im Google-Übersetzer dann auch irgendwie übersetzen lassen, damit man grob versteht, worum es da geht. Ich werde die Zeitungsartikel, die Links auch unten in der Infobox verlinken, dann kannst du die auch nochmal selber in Ruhe durchlesen oder selber nochmal übersetzen lassen. Ich blende das jetzt einfach ein, aber jeden Artikel nur für so ein paar Sekunden. Wenn du es durchlesen willst, drückst du einfach auf Stopp und ansonsten läuft das jetzt einfach zack, zack durch. Und dann geht es auch gleich weiter. Ach, und folgenden kurzen Bericht aus Italien möchte ich dann doch noch unterbringen. Und zwar ist das ein gutes Beispiel, wie man es nicht machen sollte. Was uns erstaunt, kein einziger der Verstorbenen aus dem Heim wurde auf das Coronavirus getestet. In der gesamten Lombardei ist die Zahl der Toten in Pflegeheimen bis Mitte April deutlich angestiegen.
Insgesamt starben über 3000 nach offiziellen Zahlen. Hier im Pflegeheim erhalten wir eine Erklärung dafür. Die Gesundheitsverwaltung der Lombardei entschied damals, viele Corona-Patienten mit milden Symptomen ausgerechnet in den Pflegeheimen der Region unterzubringen, mitten unter Hochrisikogruppen. Deshalb ermittelt nun die Staatsanwaltschaft. Für sich genommen, so gesehen ist es klar, das war eine absurde Entscheidung. Ich nehme Kranke und stecke sie in eine Einrichtung mit Patienten, die extrem schwach sind. Das ist doch absurd. Das war sicherlich keine gute Idee. Ein weiterer Aspekt, warum es zum Beispiel in Italien so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Was mir übrigens auch immer ein bisschen zu kurz kommt in der ganzen Diskussion, ist der Vergleich mit anderen Todesursachen. So ist den meisten Menschen wahrscheinlich überhaupt nicht bewusst, dass allein in Deutschland jedes Jahr über 120.000 Menschen an den Folgen des Tabakkonsums sterben. Und das sagt nicht irgendwer, sondern das sagt das Bundesministerium für Gesundheit. Und laut Statista starben zum Beispiel im Jahr 2004 weltweit rund 156.000 männliche Nichtraucher an den Folgen des Passivrauchens. Und da kommen sicherlich auch noch ein paar weibliche dazu. Dann schreibt hier das Ärzteblatt am 21. September 2018. Jeder 20. Todesfall geht auf Alkohol zurück. Laut einem heute veröffentlichten Bericht der Weltgesundheitsorganisation WHO sterben jedes Jahr rund 3 Millionen Menschen weltweit durch Alkoholkonsum. Das sind mehr als durch AIDS, Gewalt und Verkehrsunfälle zusammen. Die Tagesschau berichtet am 15.11.2019, das Robert-Koch-Institut hat neue Zahlen zu Infektionen in Kliniken veröffentlicht. Demnach sterben jährlich schätzungsweise bis zu 20.000 Menschen durch Krankenhauskeime. Da frage ich mich zum Beispiel, ob es nicht sinnvoller gewesen wäre, die ganzen Milliarden, die unsere Regierung gerade für Wirtschaftshilfen raushaut, vielleicht auch nur zu einem Bruchteil in Krankenhaushygiene zu stecken. Da wäre bestimmt noch eine Menge Luft nach oben. Und dann haben wir natürlich auch noch die Verkehrstoten. Da habe ich hier eine Grafik gefunden, woraus hervorgeht, dass 2019 3059 Verkehrstote zu verzeichnen waren. Und da wird wahrscheinlich trotzdem niemand auf die Idee kommen, das Autofahren zu verbieten. Wenn man das aber konsequent weiterführen würde, was die Bundesregierung hier mit uns macht, dann müsste man das tatsächlich in Erwägung ziehen. Aber ich gehe mal stark davon aus, dass du da mit mir der gleichen Meinung bist, dass das keine Option ist. Und last but not least, Tote durch Grippe. In der Ärztezeitung vom 18.12.2017 ist zu lesen, Atemwegserkrankungen durch eine Infektion mit dem Influenzavirus führen offenbar bis zu 650.000 Todesfällen jährlich weltweit. Und das Ärzteblatt schreibt am 30. September 2019, die außergewöhnlich starke Grippewelle 2017-18 hat nach Schätzungen rund 25.100 Menschen in Deutschland das Leben gekostet. Und ich kenne selbstverständlich das Argument, dass es sich hier nur um Schätzungen handelt und bei Covid doch angeblich um bestätigte Fälle. Dazu kann ich nur sagen, dass es sich erstens bei Covid um bestätigte Fälle handeln soll, ist ein Witz, wie ich noch zeigen werde. Und zweitens hätte man 2017-18 genauso intensiv nach Influenza-Toten gesucht wie dieses Jahr nach Covid-Toten, so hätte sich diese Schätzung vermutlich auch bestätigt. Aber wie dem auch sei, ich bin felsenfest davon überzeugt, dass man sich diese ganzen Vergleiche schon gefallen lassen muss, wenn man die Frage nach der Rechtmäßigkeit dieser wahnsinnigen Corona-Maßnahmen stellt. So, jetzt mal zu der Frage nach den Corona-Toten. Denn da steht ja immer noch die Frage im Raum, ob diese Toten wirklich alle an oder vielleicht ein Großteil auch nur mit Corona gestorben sind. Zum Beispiel hat Professor Püschel aus Hamburg ja über 200 Tote obduziert und hat dabei ganz klar festgestellt, dass wohl angeblich nicht ein einziger dabei war, der wirklich sicher ursächlich an Corona gestorben ist. Die sind alle zwischen 50 und 99 Jahren. Das Durchschnittsalter ist bei 80 Jahren. Und bisher haben alle mindestens eine, aber in der Regel mehrere relevante Vorkrankheiten. Das ist ein Fakt. Und außerdem haben wir vorhin ja auch schon gesehen bei der Arbeitsgemeinschaft Influenza, dass es viel, viel mehr Grippeerkrankungen dieses Jahr gab in der ganzen Zeit als Corona-Fälle. Und da stellt sich mir jetzt die Frage, ob vielleicht auch einige einfach nur an Grippe gestorben sind. So wie es die ganzen letzten Jahre immer war. Nur auf Grippe hat man wahrscheinlich jetzt gar nicht mehr großartig getestet, sondern immer nur noch nach Corona gesucht. Und wahrscheinlich hätte man genauso gut auch Grippe gefunden oder Rhinoviren oder Herpes oder Fußpilz oder was auch immer. Ja, da würde man jetzt auch nicht sagen, der hat Herpes gehabt und deswegen ist er an Herpes gestorben. Und auch das Robert-Koch-Institut macht ja keinen Hehl daraus, dass die wirklich alles als Corona-Tote zählen, die auch irgendwie nur im Zusammenhang mit dem Coronavirus stehen. Da habe ich zum Beispiel hier auch mal einen schönen Zeitungsartikel gefunden, aus dem das klar hervorgeht. Den will ich mal ganz kurz vorlesen. Da steht hier,
Obwohl es laut Feststellung des städtischen Fachbereichs Gesundheit keinen neuen Todesfall im Zusammenhang mit Covid-19 zu verzeichnen gibt, muss die Zahl der Verstorbenen systembedingt um einen Fall auf nun 23 heraufgesetzt werden, um die Statistik an die des Robert-Koch-Institutes anzupassen. Und Achtung, jetzt kommt's. Grund ist, dass die Personen, die einmal positiv auf das Coronavirus getestet wurden und später versterben, grundsätzlich in dieser Statistik aufgeführt werden. Im vorliegenden Krefelder Todesfall galt die Person mittleren Alters und mit multiplen Vorerkrankungen, nachdem es mehrfach negative Testergebnisse gab, inzwischen seit längerem als genesen. Ja, da war also eine Person, die hatte mal Corona, war schon längst wieder gesund und ist dann irgendwann an irgendwas gestorben. Und trotzdem wird diese Person als Corona-Toter geführt. Und das ist sicherlich kein Einzelfall. Ich habe da auch schon vor Wochen mal was gehört aus, was war das? Das war, glaube ich, aus Neustadt oder so. Da war sowas Ähnliches. Da war auch jemand genesen, ist dann irgendwann an irgendwas gestorben und wird seitdem in der Liste der Corona-Toten geführt. So. Und das kann doch eigentlich nicht sein. Also für mich ist das hochgradig unwissenschaftlich und dient nur der Panikmache. So, jetzt zu der Frage, wie gefährlich ist dieses Virus überhaupt? Das muss man natürlich differenziert betrachten, je nach Altersgruppe. Und dazu habe ich mir wieder die Daten vom Robert-Koch-Institut in meine Excel-Tabelle geladen und habe das dann mal nach Altersgruppen sortiert. Hier haben wir zum Beispiel als Beispiel mal die 60- bis 79-Jährigen. In dieser Gruppe hier sind von 4.162 Fällen insgesamt 372 Leute gestorben. Ich musste das ja in verschiedene Gruppen einteilen, weil Excel nicht so viel Daten auf einmal reinladen kann. Deswegen musste ich 4 Untergruppen machen, die ich dann nachher zusammenfasse für ganz Deutschland. Anderes Beispiel hier, die 15- bis 34-Jährigen. Da sind insgesamt 19.368 Leute positiv getestet worden und von denen sind 7 gestorben, was einer Fallsterblichkeit von 0,04% entspricht. Fallsterblichkeit ist deswegen ganz wichtig, weil es natürlich in Wirklichkeit auch noch eine Dunkelziffer gibt. Das heißt, wir dürfen diese Prozentzahl hier wahrscheinlich noch um einiges nach unten korrigieren. Aber wie dem auch sei, das sind jetzt hier die Zahlen und die habe ich dann zusammengefasst in einer Gesamttabelle. Und da kann man jetzt schön sehen, dass es in der Gruppe der 0- bis 14-Jährigen von insgesamt 8.247 Fällen genau einen Toten zu beklagen gab. Das entspricht 0,01%. Die Gruppe der 15- bis 34-Jährigen, da hatten wir insgesamt 51.057 Fälle, da gab es 18 Tote, das entspricht 0,04%. 35- bis 59-Jährige waren 410 Tote von insgesamt 81.035 Fällen, sind immer noch nur 0,51%. Dann haben wir hier die Gruppe der 60- bis 79-Jährigen, da gibt es schon ein bisschen mehr Tote, 2.901 Tote von insgesamt 35.304 Fällen, entspricht einer Fallsterblichkeit von 8,22%. Und zum Schluss die wirkliche Risikogruppe, die über 80-Jährigen. Da haben wir immerhin schon 5.693 Tote von insgesamt 21.153 Fällen. Ich habe hier auch extra nochmal diese grüne Zeile angelegt. Da kann man die Wahrscheinlichkeit ablesen, mit der man das Virus überleben wird. Bei den 0- bis 14-Jährigen ist die Wahrscheinlichkeit im Prinzip fast 100%, 99,99%. Die 15- bis 34-Jährigen überleben das Virus mit 99,96%. Die 35- bis 59-Jährigen überleben das Virus mit einer Wahrscheinlichkeit von 99,49% und so weiter. Und selbst die 80-Jährigen überleben immer noch mit über 73%. Und wenn ich mir das so betrachte, dann kann ich hier irgendwie keine besondere Dramatik erkennen. Es gibt eine Risikogruppe der über 80-Jährigen, die gibt es aber bei anderen Viruserkrankungen genauso. Und diese Leute hätte man meiner Meinung nach auch anders schützen können. Da muss man nicht das ganze Land für lahmlegen und Leuten Berufsverbot erteilen und. Da bin ich felsenfest von überzeugt. Und ich muss es auch immer wieder erwähnen, ob diese Leute wirklich an Covid-19 gestorben sind, ist aus vielen Gründen sehr, sehr fraglich. Stichwort, wie zuverlässig sind die PCR-Tests? Wer wird alles als Covid-19-Toter geführt? Da gibt es einige Fragen, die offen sind. Und aus fadenscheinigen Gründen wurde auch nicht obduziert, jedenfalls nicht am Anfang. Der Einzige, der das gemacht hat, war Professor Püschel aus Hamburg mit den bekannten Ergebnissen. Und bei allen anderen werden wir es wahrscheinlich nie erfahren. Fassen wir also mal zusammen. Wir haben also auf der einen Seite überbordende Maßnahmen wegen einer Krankheit, die bei den allermeisten Menschen nur milde bis gar keine Symptome auslöst, deren Existenz durch einen höchst fragwürdigen PCR-Test begründet ist, die schon am Abklingen war, bevor der Großteil der Maßnahmen überhaupt wirken konnte, die weitaus weniger grassierte als im gleichen Zeitraum die Grippe. Und auf der anderen Seite werden wir, von den massiven Grundrechtseinschränkungen mal abgesehen, eine Vielzahl von Kollateralschäden zu erwarten haben.
Es werden Freiberufler, Kleinunternehmer und mittelständische Betriebe in Existenznöte geraten. Es wurden vermutlich eine Vielzahl von Herzinfarkten und Schlaganfällen nicht rechtzeitig erkannt, weil die Menschen in dieser Zeit Angst hatten, rechtzeitig zum Arzt zu gehen. Aus dem gleichen Grund werden vermutlich viele Krebsdiagnosen zu spät erstellt und all das wird auch in Zukunft zu Toten führen. Und das wird nicht das Virus zu verantworten haben, sondern die Politiker, die sich aus mir unbegreiflichen Gründen verzettelt haben. Was aus diesem Virus gemacht wurde, ist mit Rationalität nicht zu erklären. So, von meiner Seite aus war es das jetzt im Grunde. Zum Abschluss möchte ich jetzt nochmal einige Experten zu Wort kommen lassen, von denen man in den Mainstream-Medien so gut wie gar nichts hört. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Bis heute habe ich von der Regierung, von dem Robert-Koch-Institut und der Charité und auch jetzt dem Paul-Ehrlich-Institut, das ich angefragt habe, nicht eine einzige klare wissenschaftliche Antwort darüber bekommen, wie gefährlich denn dieses Virus wirklich ist. Ich bekomme nur noch eins: Angst. Ich bekomme Angstszenarien, ich bekomme Besorgnis, ich bekomme die Angst vor einer zweiten Welle. Ich höre Herrn Drosten, der immer nur erzählt, wie schlimm das Ganze ist, ohne mir einen einzigen wissenschaftlichen Beweis zu liefern. Eine einzige vernünftige Zahl. We realize that the number of infected people is somewhere between 50 and 85 times more compared to what we thought, compared to what had been documented. Immediately, that means that the infection fatality rate, the chance of dying, the probability of dying if you are infected, diminishes by 50 to 85 fold, because the denominator in the calculation becomes 50 to 85 fold bigger. Es gibt keinerlei Anhaltspunkte dafür, dass das mehr ist als eine Grippe. Wie erklären Sie sich dann die vielen Toten? Bei jeder Grippe gibt es Tote. Jedes Jahr gibt es in den USA, ich kenne also die deutschen Zahlen im Augenblick nicht so genau, in den USA zwischen 30 und 80.000 Todesfälle von der Grippe. Es ist ein ganz normales Erkältungsvirus und es rafft wie alle Erkältungsviren. Auch das normale Schnupfenvirus übrigens kann das machen, kann eine Lungenentzündung machen. Und es rafft dann eben die Leute dahin, die sehr, sehr alt sind oder sehr, sehr schwere Grunderkrankungen haben. Die Todesraten, wenn man mit Coronavirus infiziert ist, sind völlig vergleichbar mit dem von Grippe. Ja, also wenn sich der Opa oder die Oma mit Mitte 80 mit Grippe infiziert, ist das unangenehm. Da stirbt auch nicht jeder Vierte, aber das kann eine schwere Erkrankung werden. Und die Todesfälle, die wir bei Grippe sehen, sind dann im Wesentlichen diese sehr alten Menschen. Und das ist bei diesem Coronavirus jetzt auch nicht anders. And the reason it's not fair is that the lockdown costs something. If a lockdown was completely free in terms of economy, in terms of social impact, in terms of education for children, then it would be fine. But a lockdown, unfortunately, in this global world, has massive consequences in all of those areas. And of course, there's another consequence I haven't even mentioned, which is delayed medical treatment. Everyone said that hospitals were going to be overflowing with COVID cases. They weren't. But as a result, nobody who had a heart problem, a stroke, cancer treatment, actually went to hospital. So we now have people who have neglected their important medical treatment for 2 months. John Ioannidis hat am 17. März öffentlich gesagt, dieser Lockdown sei nicht evidenzbasiert und werde zu einem Fiasko werden. Dasselbe hat hier in Deutschland Herr Dr. Woda gesagt, der lange leitender Medizinaldirektor war. Er, meine Damen und Herren, von Anfang an richtig vorausgesagt hat, diese Sache ist nicht gefährlich. Als Dritten möchte ich Professor Bhakti von der Universität Mainz, inzwischen emeritiert, nennen. So, und die Wahrheit ist jetzt zum Beispiel, dass die Epidemie nicht mehr existiert. Das hat sogar die Politik zugegeben. Es gibt keine Fälle mehr, abgesehen von diesen Turniers und was weiß ich,
wo ich wirklich die herzliche Bitte habe, bitte glauben Sie nicht alles sofort und ohne zu hinterfragen, was vielleicht dahinter stecken kann. Abgesehen davon, wissen Sie, wir haben Sentinel-Labors. Das sind Labors in Deutschland, die einschicken und testen, um zu sehen, wo in Deutschland auch Fälle sind. Diese Sentinel-Labors sind blank. Es gibt keinen einzigen Fall in den letzten Wochen, keinen einzigen neuen Fall. Das muss man einfach auf der Zunge sich ergehen lassen. Insgesamt bringt der Test dann 198 positive Ergebnisse und 9802 negative Ergebnisse. Was heißt das hinsichtlich der Aussagekraft? Sie sehen, ein positives Ergebnis stimmt zu 50%. Das heißt, jeder zweite, den ich positiv teste, ist falsch positiv. Also wenn es nur so wäre, dass die Leute jetzt Rückzugsmöglichkeiten brauchen, um ihr Gewicht nicht zu verlieren, gerne. Hauptsache, sie ziehen sich zurück mit diesem Blödsinn. Aber wenn das Ganze aufrechterhalten wird und immer wieder neue Tricks gemacht werden, um die Angst aufrechtzuerhalten, nur damit wir einen Impfstoff dann akzeptieren, der mal eben kurz zusammengeschustert wird und der wahnsinnig gefährlich ist, da ist mein Verständnis dann längst zu Ende. Das würde ich bekämpfen. Also diesen Impfstoff, der in so kurzer Zeit zusammengeschustert wird, der völlig neue Methoden anwendet, wenn der an Millionen oder Milliarden Menschen, wie man das im Fernsehen hören konnte, verwendet werden soll, ist das völlig unverantwortlich. Das ist verbrecherisch, sowas zu machen. Aber ich bleibe jetzt besser zu Hause, weil ich nicht möchte, dass sich in meiner Umgebung jemand infiziert. Aber ich könnte die Maske aufsetzen. Damit hält man das nicht auf. Ach, damit hält man das nicht auf? Können wir noch mal separat darüber reden, aber die technischen Daten dazu sind nicht gut für das Aufhalten mit der Maske.